Herzlich willkommen zu einem Stadionvlog auf diesem Kanal. Morgen später VfL Osnabrück gegen die SV Elversberg. Letzte Woche Samstag lief es ja für den VfL nicht so gut. Der VfL hat in München 3:0 verloren. In der ersten Halbzeit ging 1860 München mit 1:0 in Führung durch Boyama. In der Mitte der zweiten Halbzeit hat Boyama auch das zweite Tor geschossen, also das 2:0. Und dann hat Noel Niemann noch durch einen Frustfall, kann man sagen, die rote Karte bekommen. Und der hat 1860 München noch am Ende der zweiten Hälfte auf 3:0 erhöht durch Verlat. Somit hat die Konkurrenz auch gepunktet, deswegen ist der Punkteabstand jetzt auf 5 Punkte auf Dynamo Dresden und 8 Punkte auf Wien Wiesbaden. Also ist man erstmal raus aus den Aufstiegsrennen, aber in der dritten Liga kann ja alles passieren und der VfL braucht nur zweimal gewinnen und Dresden zweimal verlieren. Wiesbaden, da bin ich nicht mehr so optimistisch, dass wir die noch einholen, aber ist alles möglich, auch wenn es sehr unrealistisch ist. Im Gegensatz zum VfL hat die SV Elversberg diese Woche Montag gegen Viktoria Köln zu Hause 3:2 gewonnen. Ja, Viktoria Köln ist ja früh in Führung gegangen, in der zweiten Minute durch Robin Meissner. Dann hat Elversberg das Spiel gedreht, dann stand es zwischenzeitlich in der zweiten Halbzeit 3:1. Und in der letzten Minute, hat Hong für Viktoria Köln das noch den Anschlusstreffer erzielt, aber sie konnten dann nicht mal den Ausgleich erzielen. Also blieb es bei einem 3:2 für die SV Elversberg, die ja auch nicht so gut ins Jahr, gekommen sind. Hatten viele Unentschieden, haben auch schon dieses Jahr 2 Niederlagen einstecken müssen, aber jetzt momentan immer wieder besser in Form gekommen und sind ja auch seit mehreren Spielen ungeschlagen, wenn man die Unentschieden dann nicht als Negativtrend bezeichnet, nämlich als Positivtrend. Also wird es morgen eine ziemlich harte Aufgabe und deswegen gibt es erstmal einen kleinen Faktencheck. Werfen wir zuerst einen Blick auf die Tabelle. Dort sehen wir, dass der VfL momentan auf Platz 6 ist mit 51 Zählern und die SV Elversberg recht deutlich auf Platz 1 steht, nämlich mit 66 Zählern. Also der VfL hat 15 Zähler weniger als der Liga-Primus und wie schon gesagt, hat der VfL die letzten 2 Wochen ein bisschen den Anschluss an den Konkurrenz verloren. Aber ist ja nichts unmöglich, also ist alles noch im Aufstiegsrennen drin. Wir trafen bisher 3-mal auf die SV Elversberg, davon konnten wir aber kein Spiel gewinnen. 3-mal konnte die SV Elversberg das Spiel für sich entscheiden. Und 1-mal gab es ein Unentschieden und in den 3 Partien hat der VfL 3 Tore geschossen und die SV Elversberg 7 Tore, also hat die SV Elversberg deutlich mehr Tore geschossen, genauso wie auch im Hinspiel. Dort unterlag der VfL in Elversberg die SV Elversberg mit 4:1. Ja, Karten haben wir 7 bekommen und sie haben eine Karte mehr bekommen, nämlich 8. Dafür haben wir eine gelb-rote Karte und die keine, die wir auch im Hinspiel gesehen haben. Diese gelb-rote Karte hat nämlich Sven Köhler gesehen. Beide Teams haben bisher keine rote Karte bekommen und der VfL hat 6 gelbe Karten bekommen und die SV Elversberg 8 gelbe Karten. Der Topscorer der SV Elversberg ist Yannick Rochel. Der Mittelfeldmann kam diese Saison auf 22 Scorer, davon konnte er 10 direkt erzielen Tore und 12 hat er vorbereitet. Und noch eine positive Nachricht für die Elversberger untere Woche, nämlich der Kapitän Koraya hat nämlich verlängert. Der Vertrag hat sich nämlich automatisch nach 26 Spielen bis 2024 verlängert. Und ja, das war der Faktencheck und dann zeige ich euch gleich mein Outfit für morgen. Das wird mein Outfit für morgen sein mit dem Bremer Brücke Pullover, hier mit der Bremer Brücke vorne drauf und das Heimtrikot des VfLs und kann ich eigentlich schon fast so sagen, mit meinem Lieblingsspieler Simon Kalla hinten drauf. Dann eine VfL-Jogginghose darf natürlich auch nicht fehlen. Gerade hat Dynamo Dresden auswärts bei Saarbrücken gespielt. Saarbrücken ja auch momentan vor uns. Jetzt, da Saarbrücken gewonnen hat, haben sie den Abstand auch nochmal vergrößert auf uns, nämlich auf 5 Punkte. Aber der Sieg von Saarbrücken kommt uns eigentlich nur zugute. Da, wenn wir morgen gewinnen, können wir nämlich an 2 Punkte ranrutschen an beide Teams, da Saarbrücken ja Dresden überholt hat, sind sie momentan auf dem Relegationsplatz und Dynamo Dresden
auf Platz 4, wenn man Freiburg 2 nicht mit berechnet, und der VfL auf Platz 5. Also weiterhin alles möglich, und dann sehen wir uns morgen früh wieder. Guten Morgen. Es werden heute auch wieder mehr als 13.000 Zuschauer da sein. Ganz genau weiß ich nicht, wie viele es sind, aber uns erwartet heute auf jeden Fall auch eine gute Kulisse. Ich habe mich jetzt ready gemacht. Wir haben es gerade ca. 11.15 Uhr und jetzt geht's ab nach Osnabrück. Heute 3 Punkte. So, wir stehen jetzt gerade noch an der roten Ampel in Osnabrück und jetzt machen wir mit den Tipps weiter. Was sagst du, Papa, heute? Der VfL haut die Elversberger heute mit 3-1 weg. Mann, was sagst du? Ich denke, dass wir heute gegen die SV Elversberg den Spitzenreiter in der dritten Liga mit 3-1 schlagen. Ja, die Elversberger haben sich jetzt wieder gefangen und deswegen wird es heute schwer, aber ich hoffe und tippe auf ein 2-1 für den VfL und hoffentlich kann man jetzt eine neue Siegesserie starten. Wir sind jetzt gerade noch tanken und was auch gut für den VfL ist, der Kapitän der Elversberger, Lukas Schnellbacher, der Stürmer auch, fällt rot gesperrt aus, da er gegen Ferl die rote Karte bekommen hat, da er einen Spieler getreten hatte von hinten. Und deswegen wegen Unsportlichkeit die rote Karte gesehen hat, fällt heute aus. Wir haben jetzt einen Parkplatz gefunden nach wieder langer Suche. Ist immer ein bisschen schwierig hier beim Stadion Parkplätze zu finden. Wir haben es gerade ca. 13 Uhr und jetzt geht's zum Stadion. Was natürlich auch nicht fehlen darf, wenn man Osnabrück ist, natürlich der Regen. Mal wieder Schmuddelwetter. Und da vorne kann man auch schon leicht die Bremer Brücke sehen. Jetzt gibt es erstmal eine schöne Mantaplatte. So, jetzt gibt es erstmal eine Geschmacksprobe. Ist okay. Gibt eine 8 von 10 von mir. Wir haben jetzt aufgegessen und jetzt geht's ab ins Stadion. Auf geht's! Stadion ist doch relativ leer, aber es ändert sich bestimmt gleich. Und es sind auch schon einige Elversberger dabei. Ich schätze mal 200 werden es wohl nachher sein. Die Aufstellung ist auch schon draußen. Butaro kommt für den rot gesperrten Niemann rein. Und Kleinhardt und Engelhardt waren in der letzten Woche gelb gesperrt und die kommen auch wieder in die Schale rein und natürlich Sven Köhler, der auch gelb gesperrt war. Sonst reicht die Aufstellung so, wie sie auch oftmals aussieht. Und so wie es gerade da aussieht, wird da gerade auch eine kleine Choreo vorbereitet. Der Ersatztorwart Frank Lehmann von der SV Elversberg hat ja auch eine VfL-Vergangenheit.
Thank you.
erste gelbe Karte für die Elversberg nach Koffi. Gleich flott losgehen. Währenddessen das Halbzeitspiel läuft, was sehr interessant ist. Gucken wir mal die anderen zwischen Ständern. Neben Wiesmann führt gegen 860 München. Hier steht es 0-0. Erste führt in Aue 0-1. Metten spielt, die Metten, wenn sie das noch verlieren. Ja, dann können sie, glaube ich, wieder sogar schon absteigen. Bisher steht es auch 0-0. Ingolstadt liegt mal wieder hinten gegen Oldenburg, 0-2. Und bei heute die Tipp gegen Halle. Oh,
klar besser aus der Pause raus. Yeah!
Darauf eine Kiste Bier. Wir konnten heute auch mal ein paar Punkte klar lassen. Oh ja, die steigen auch hier auf. Jetzt nochmal ab in den, kurz nochmal in den Fanshop. Das war jetzt der Stadionvlog. Das Glas haben wir uns gerade noch im Fanshop geholt. Und ja, das war der Stadionvlog. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Heimsieg und lasst gerne ein Like auf das Video da, wenn es euch gefallen hat. Und lasst auch gerne einen Follower da. Das würde mich sehr freuen. Und ja, nächste Woche Freitag geht's auswärts gegen Halle. Da sind wir natürlich nicht im Stadion. Und dann eine Woche drauf geht Sonntag gegen Zwickau. Da sind wir sehr wahrscheinlich zu 90% auch nicht im Stadion. Da wir selber ein Fußballspiel haben und wir das nicht rechtzeitig dann ins Stadion schaffen würden. Und aber gegen Meppen geht es dann beim Derby sehr wahrscheinlich wieder ins Stadionblock. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.